Okay, hi David hier mit dem Thema. Auf der Nintendo Switch-Konsole hier in alle Software die Spiele ordnen. Also, wenn wir jetzt auf alle Software klicken, dann sieht man ja seine ganzen Spiele. Ja, also diese ganzen Spiele, die man auf seiner Nintendo Switch-Konsole hat. Also sind schon ein paar hier. Es gibt wahrscheinlich auch noch Leute, die wesentlich mehr haben. Und wenn man jetzt die Übersicht verliert, gibt es die ganz coole Fähigkeit oder Möglichkeit, hier oben rechts zu drücken, also Software sortieren, filtern. Genau das Ganze machen wir mal. Und jetzt könnte man zum Beispiel zuletzt gespielt das Ganze nehmen. Also dann würden halt so oben die Spiele kommen, die man zuletzt gespielt hatte. Bei mir sieht man halt so, ich spiele halt gerne Mario-Spiele. Und die kommen dann halt zuerst so und dann hier so die von Nintendo eShop, die Konsolen. Dann könnte man noch machen, also wir könnten noch mal R drücken und man könnte dann Spielzeit längste und kürzeste, also dann würden halt die Spiele angezeigt werden, die man, wo man halt wirklich Zeit reingesteckt hatte. Und man sieht dann da oben so bei Smash Bros., das habe ich sehr viel online gespielt so. Nintendo 64 Emulator macht Laune, hatte ich immer zu zweit gespielt mit einem Kumpel. Da hatten wir Mario Kart gespielt, genauso wie hier beim Super Nintendo. Da hatten wir auch immer Mario Kart gespielt und ja, dann gibt es hier halt noch ein paar andere. Pokémon, beiden Teile habe ich durchgespielt, die hatten mir wirklich Spaß gemacht gehabt. Dann könnte man nochmal R drücken und dann könnte man auch das Ganze sortieren, also Spielzeit kürzeste und dann längste. Und das könnte man wieder bestätigen mit A. Und dann würde angezeigt werden halt so Spiele, die, naja, noch gar nicht so großartig gespielt wurden. Das sind ja auch alles Demos, die ich eigentlich gerne, also da wollte ich eigentlich gerne mal reingucken. Ja, bin ich aber noch nicht zugekommen und deswegen habe ich da kaum Spielzeit drauf, wenn überhaupt Spielzeit irgendwie ist. So, wir könnten nochmal R drücken. Das Ganze kann man dann halt auch nach Titeln ordnen. Dann wäre das halt alphabetisch, ne? Also es fängt an mit Big Brain, also mit B und dann geht es halt weiter C und dann E und immer so weiter. Also alphabetisch ist das Ganze dann geordnet. Man könnte das auch noch ordnen nach Publisher. Dann würde das Ganze nach Publisher geordnet werden und ja, was gibt es noch hier? Und dann ja, heruntergeladene Software und so weiter. Ja. Also so könnte man auf jeden Fall seine Spiele dann ordnen. Ich hoffe, das Video konnte den einen oder anderen helfen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei.